Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der GHG Crafter und heute möchte ich euch wirklich mal alles über den Redstone Komparator erklären, was er alles kann, was er alles drauf hat. Das erfahrt ihr heute und schaut es euch gerne bis zum Schluss an, denn er kann wirklich sehr, sehr viel und das seht ihr wahrscheinlich schon jetzt an der Videolänge. Deswegen starten wir gleich mal los und dann sehen wir uns gleich schon wieder im Crafting-Menü. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man denn diesen guten Komparator denn so craftet, und das macht man genau so. Und so hat man jetzt den Redstone-Vergleicher. Und um den soll es ja heute gehen. Und ich habe hier schon mal ein bisschen Platz frei gemacht und dann fangen wir jetzt mal gleich mit den Basics an. Und zwar, ja, was macht denn der erstmal so im Verhalten auf Stromquellen? Und ja, wie ihr seht, er leitet Strom einfach weiter. Und manche würden jetzt denken, ja, das ist ja genauso wie der Redstone-Verstärker, den ich euch im letzten Video erklärt habe. Aber nee, ganz so ist es nämlich nicht. Denn wir haben hier eine kleine Besonderheit. Wir haben hier eine Stromquelle, zum Beispiel eine Redstone-Fackel. Und dieses Redstone hier hat Power 15. Da Redstone jetzt hier einen Block nach vorne weiterrückt, hat dieses Redstone nur noch Power 14. Und was kommt jetzt hier raus? Ja, ich zeige es euch einfach mal anhand von Redstone-Lampen, denn da können wir das immer sehr, sehr gut sehen. Und wir sehen, wenn hier 15, 14, dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Richtig. Denn was hinten reinkommt, kommt vorne wieder raus. So lautet das Sprichwort zum Vergleicher und so ist es hier auch. Denn hier kommt Redstone Power 14 rein und raus kommt vorne Redstone Power 14. Und das ist erstmal die Eigenschaft, beziehungsweise die erste Eigenschaft und auch grundlegendste Eigenschaft des Redstone-Vergleichers. Aber das kann es natürlich nicht alles sein. Denn es gibt in Minecraft ja Blöcke, die in der sogenannten Redstone-Sprache erst als Container bezeichnet werden. Und das sind alle Blöcke, wo man Items reinlegen kann. Zum Beispiel hier einen Auswurfblock oder einen Ofen, der kann gewogen werden. Hier, ihr seht, Stromsignal oder eine Kiste bzw. Truhe auch genannt. Natürlich gehört dazu auch ein Trichter, den ich euch hier jetzt mal vorzeigen werde. Und was der Komparator damit zu tun hat, das zeige ich euch jetzt. Doch vorweg nochmal gesagt, wenn wir hier nochmal zurückkommen zu der Geschichte, habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass der Redstone-Vergleicher genau dasselbe Prinzip hat wie denn der Redstone-Verstärker. Denn er kann ein Redstone-Signal so durch den Block geben, also den Block, den elektrisch leitfähigen Block so unter Strom setzen, dass da vorne das Redstone auch wieder rauskommt. Wir erinnern uns, das ging ja nicht. Und mit dem Redstone-Vergleicher funktioniert das Ganze wieder. Und mit dem Redstone-Verstärker, wie wir da hinten sehen, funktioniert das auch. Ich habe euch das hier oben rechts mal verlinkt zu dem Verstärker, denn da sind wirklich sehr, sehr viele Sachen dabei, die wir hier auf den Redstone-Vergleicher übertragen können. Deswegen schaut es euch auch gerne an, denn da habe ich das alles nochmal grundlegend erklärt. Wo wir hier schon dabei sind, denn das hier funktioniert ja nicht, aber wie der Redstone-Verstärker, auch der Redstone-Vergleicher, kann sozusagen das Redstone-Signal dann aus einem Block rausziehen und dann auch weiterleiten. Aber dann hier wieder zurück zu unseren Containern und dem sogenannten Wiegen, wie es denn vom Vergleicher heißt. Denn wir können ja hier mal gucken, ich hau hier mal kurz ein paar Redstone-Lampen in den Boden, denn wir sehen gleich ein paar Phänomene. Wir legen hier jetzt mal ein Item rein und wir sehen, wenn wir hier ein Item reinlegen, dann geht erstmal hier die Lampe an und der Vergleicher, der kann diesen Container wiegen. Das gilt für alle Container, die irgendeine Art Speicherinhalt haben, das heißt, die irgendwas aufnehmen können, wie zum Beispiel eine Truhe oder ein Ofen.
Hier als Beispiel nehme ich jetzt mal den Trichter und weil er ziemlich besonders ist. Wir haben hier zum Beispiel ein Stack Redstone-Blöcke und je nachdem, wie viel in so einem Container drin ist, wird je nachdem so viel ausgewogen vom Redstone-Vergleicher. Und das wird prozentual aufgeteilt. Das heißt, wir machen jetzt mal eine Rechenaufgabe. Es gibt 15 Blöcke Redstone. Und diese wollen wir jetzt aufteilen auf 5 Slots, die zum Beispiel der Gegenstandstrichter hat. Dann heißt die Rechnung wie folgt, und zwar 15 geteilt durch 5. Und was ist das Ganze? 3, richtig. Und wir haben jetzt hier genau einen einzigen Slot ausgefüllt, beziehungsweise haben dort Blöcke reingelegt. Und was kommt raus? 3. Und genau so ist das halt vom Vergleicher aufgebaut. Denn er kann einen Trichter wiegen, entweder als Bruch oder als prozentual hochgerechnet. Denn man kann ja natürlich auch sagen, hier sind gerade 3/15 belegt. Das heißt, 3 Blöcke von 15 Blöcken, die Redstone fließen kann. Und 3/15 ist genau dasselbe wie 1/5, welches wir hier oben haben. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen zweiten Stack reinlegen würden, dann ist das immer dasselbe. Denn wir haben jetzt sozusagen 2 Slots ausgefüllt. Das heißt hier 2/5. Und wenn wir das wieder hochrechnen, sind das insgesamt, beziehungsweise eher mit 3 multiplizieren, sind das dann 6/15. Und was kommt raus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist schon so, dass das einfach immer weiter hochgerechnet wird. Allerdings haben wir natürlich auch nicht stackbare Items, wie zum Beispiel eine Lore. Und natürlich haben wir auch Items, die man nicht 64 Mal in die Hand nehmen kann, sondern zum Beispiel nur 16 Mal. Es gibt nämlich Schneebälle oder zum Beispiel Eier. Die haben eine Menge von 16, die auf einen Slot passen. Und ihr erinnert uns, wir haben hier genau einen Slot, der kann 3 Felder sozusagen, beziehungsweise 3 Redstone-Felder vorrücken. Und wenn wir hier genau einen Slot voll machen, dann ist das auch richtig aufgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt hier 9 Felder insgesamt und wir haben auch 3 Slots vollgelegt. Und das ist genauso bei der Lore. Denn eine Lore ist zwar kein Stackable-Item, das heißt, es kann nicht mehr als ein Item aufnehmen. Und deswegen hier, wenn wir das hier in einen Slot reinpacken, sehen wir, es sind 3 weitere Felder vorgerückt. Und wenn wir hier das letzte zum Beispiel mit Aktivierungsschienen, das ist ja wieder ein ganzer Slot, dann haben wir den ganzen Trichter voll, beziehungsweise die ganze Redstone-Leitung hier, die ausgewogene Redstone-Leitung voll gemacht. Und das kann man sowohl mit Stackable Items machen, das heißt, wir können hier natürlich auch 5 x 16 Stacks Schneebälle reinlegen, ist genau dasselbe. Wir können aber auch einfach 5 Loren hier reinlegen, ist genau dasselbe. Solange kein einziges bisschen Platz mehr ist, ist das schon ausreichend für den Redstone-Vergleicher. Und wenn wir hier zum Beispiel 63 haben, dann sehen wir das. Denn es sind nicht alle Stacks voll. Es gibt nämlich beim TNT, da fehlt noch genau ein einziges Item und das kann der Gegenstandstrichter, nein, der Vergleicher wiegen und sieht, nein, hier passt noch eins rein. Ich gebe jetzt kein Signal aus, welches 15 Blöcke lang ist, sondern nur 14 Blöcke, weil da noch etwas reinpasst. Wenn wir das jetzt austauschen durch Kolben zum Beispiel, geht das wieder voll. Und diese Erkenntnisse müssen wir jetzt prozentual hochrechnen. Denn wir haben zum Beispiel einen Auswurfblock und der hat 9 Felder. Wir erinnern uns hier an die Rechenaufgabe. Wir haben 15 geteilt durch 5 gerechnet. Und hier müssten wir jetzt 15 geteilt durch 9 rechnen. Und das ist ungefähr 1,6 Periode.
Und das ist jetzt ein bisschen schwer für Minecraft zu handeln. Und man kann ja jetzt nicht sagen, ja, so sieht's aus, sondern Minecraft macht das ein bisschen überschlagsmäßig. Wir haben jetzt hier einen Stack. Wir haben eben gerade gesagt, 1,6 ist so 1,6 Blöcke, Redstone-Blöcke, würde es vorrücken, wenn ein Stack hier reingeht. Und wir sehen, wir haben einen Stack drin, wir haben einen kompletten Slot voll und statt 1,6 darzustellen, rundet Minecraft das auf 2. Und was ist, wenn wir jetzt 2 mal 1,6 rechnen? Das sind dann so 3,2. Und hier mit unserer Periode noch ein bisschen anders. Das heißt, wir müssten ja jetzt hier eigentlich drei Lampen anhaben. Aber 3,2, wie macht Minecraft das dann? Runden die wirklich auf 4 oder was passiert? Ja, Minecraft rundet auf 4. Bei 3,2 rundet Minecraft auf. Und was ist, wenn wir jetzt nochmal 1,6 dazu rechnen? Dann haben wir ja so ungefähr 8. 5,8. Was macht Minecraft? Na, das ist ein bisschen falsch hier, sondern 1, 2, 3, 4, 5. Aber wo ist jetzt die 8 hin? Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ja, es ist ein bisschen tricky von Minecraft, wie die das dann ausrechnen. Und deswegen machen die das nur überschlagsweise. Und jetzt haben sie es zum Beispiel mal nicht gemacht. Wir können dahinter auch ein Muster erkennen. 2, 2, 1. Und wenn wir das jetzt alles wiederholen würden, dann würde das genauso aussehen. Und wenn wir hier dann auch alles voll machen mit Stacks, dann sehen wir genauso, gehen alle Lampen an. Wenn wir hier etwas durch eine andere Art von Stack austauschen, wir sehen, es funktioniert. Oder wir machen es durch ein Minecart, ist ja auch ein ganzer Slot, ein ganzer Stack. Und wir sehen, es ist ebenfalls voll. Interessanter wird es dann zum Beispiel bei einer Kiste und genauer gesagt bei einer Doppelkiste. Wo wir hier zum Beispiel, warte, ich mache hier mal ganz kurz Redstone-Lampen hin. Wo wir hier zum Beispiel, ja, ein paar Stacks brauchen, ehe hier mal die zweite Lampe an ist. Ihr seht, wir brauchen hier vier Stacks, ist das hier beim Gegenstandstrichter schon ganz anders. Da brauchen wir gerade mal einen halben Stack. Das heißt, gerade eine Doppelkiste ist schwierig, denn hier, wie gesagt, prozentual aufgeteilt, brauchen wir vier Stacks, um zwei Lampen anzuschalten. Und hier brauchen wir einen halben Stack, um die Lampen anzuschalten. Deswegen können wir sagen, dass eine Doppelkiste achtmal so groß ist wie ein Trichter. Und das stimmt natürlich nicht wirklich, dass ein Trichter viermal so klein ist, achtmal so klein ist wie eine Kiste. Nicht ganz, aber wie gesagt, Minecraft überschlägt das ein bisschen und rechnet da eigentlich von selbst. Dann habe ich hier noch eine kleine spannende Sache zu bauen. Denn das war es nicht ganz mit dem Wiegen. Man kann zum Beispiel eine ganz normale Truhe sehen. Ihr seht es hier gerade in meiner Hotbar. Truhe. Keine Redstone-Truhe. Und wir setzen hier einen Vergleicher hin. Was passiert nun? Vorerst gesagt, dass diese Vergleicher auch durch Wände auslesen können, ob sich dort etwas tut in diesem Behälter. Und hier, um das nochmal auszutesten, ihr seht, wer hier eine Kiste mit, beziehungsweise eine Truhe mit 63 TNT und ihr seht hier, der Vergleicher ist an. Das heißt, auch hinter einem Block kann er immer noch die Sachen aus einer Truhe auslesen oder aus irgendeinem anderen Container. Und das macht keinen Verlust oder sowas, sondern es ist einfach so. Wichtig dabei zu sagen, zwei Blöcke funktionieren dabei nicht. Das heißt, maximal ein Block oder direkt daran stellen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und man könnte jetzt zum Beispiel das hier bauen. Du hast hier eine Kiste und da ist zum Beispiel eine Lore drin. Und dann hast du hier einen Block und eine Redstone-Fackel und dann setzt du hier zum Beispiel TNT hin. Was würde jetzt passieren? Wenn hier jetzt zum Beispiel einer hinkommt
Und er nimmt die Lore aus der Truhe raus, beziehungsweise aus irgendeinem Container. Dann passiert erstmal nichts, aber dann sehen wir, es macht Peng. Und so kann man zum Beispiel herausfinden, ob Spieler etwas aus Kisten rausnehmen. Man kann es auch mit einer Redstone-Kiste machen, aber das hier ist sozusagen die Variante ohne Redstone-Kiste, beziehungsweise eher Truhe. Ich sage immer Kiste dazu, ist halt so. Aber so funktioniert das auch so. Und dann, das war es ja noch nicht. Das war es noch lange nicht vom Redstone-Vergleicher. Er kann nämlich noch viele andere Sachen. Wie am Anfang schon gesagt, leitet der Redstone-Vergleicher das hier, was hinten reinkommt, vorne wieder raus. Aber man kann noch andere Sachen machen. Vorweg erstmal gesagt, es gibt zwei verschiedene Modi von einem Redstone-Vergleicher. Einmal den Vergleichmodus, das heißt, die Lampe vorne ist aus, und mit Rechtsklick kann man den Subtraktionsmodus. Was das ist, was die beiden machen, das erkläre ich euch sofort, aber hier erst nochmal dass es zwei verschiedene Modus gibt, oder Modi eher gesagt. Man hat hier zum Beispiel eine Stromquelle, zum Beispiel eine Redstone-Fackel, 15, 14. Was das ist, müssten jetzt wirklich alle wissen, das sind die Stromstärken. Und 14, das heißt, hier kommt 14 raus. Ich habe hier 15 Blöcke lang die Spur nochmal gemacht und hier fehlt einer. Das heißt, es passt. Aber was ist, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Stromstärke von 13 in die Seite reinladen? Und das ist egal, von links oder von rechts. Ich mache es jetzt mal auf der linken Seite, nur aus Testzwecken. 13, 14, 15. Hier kommt die Fackel hin. Wir haben jetzt hier eine Rechnung sozusagen aufgebaut. Wir rechnen gerade nämlich 14 minus 13. Und was macht 14 minus 13? Richtig, 1. Und solange es größer als eine Minuszahl ist, das heißt 0, 1 etc., dann wird hier das Stromsignal weitergeleitet. Wir rechnen jetzt zum Beispiel mal 14 minus 14. Das machen wir, indem wir hier dieses Redstone powern. Wir rechnen jetzt 15. 14 minus 15, 14. Das heißt, 14 minus 14 ist 0. Und wir sehen, hier vorne läuft immer noch eine Stromstärke von 14 raus. Was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier machen? Dann sehen wir, es passiert nichts. Denn wir haben jetzt gerade eine Rechnung aufgestellt, 13 minus 14. Und 13 minus 14, wie wir wissen, geht schon in den Minusbereich. Das heißt, wir haben gerade minus 1 erzeugt. Und da man das mit Redstone nicht darstellen kann, sagt der Vergleicher einfach, nö, mache ich nicht. Und deswegen lässt er dieses Stromsignal jetzt außen vor. Und da kann man zum Beispiel auch eine interessante, effiziente Waage draus bauen. Und zwar sowas hier. Und man hat dann zum Beispiel hier einen Trichter oder einen sonstigen Container und sagt einfach, nein, solange, ich besorge mal kurz was. Und so kann man zum Beispiel eine effiziente Waage bauen. Du hast hier zum Beispiel einen Bestand, den man mindestens einkaufen muss. Ich mache das jetzt mal am Beispiel eines Einkaufswagens. Und du musst mindestens drei Stacks von irgendetwas kaufen. Und ich habe hier schon mal eine Lore reingepackt. Und das stimmt jetzt nicht ganz, sondern in dem Fall hier musst du mindestens zwei Stacks kaufen, weil wir hier gerade noch im Vergleichmodus sind. Und wie wir wissen, ja, also wir machen es einfach mal so. Wir haben hier drei Loren drin. Und hier packe ich jetzt die zweite Lore hin und die dritte Lore. Und wir sehen, bei der dritten Lore 3 minus 3 ergibt 0 und deswegen geht das Stromsignal weiter. Wie wir hier eben gerade gesehen haben, ich habe am Beispiel gezeigt, 14 minus 14 macht 0, deswegen geht das Stromsignal noch weiter, weil es nicht im Minusbereich ist. Wenn wir hier allerdings zwei Loren drin haben, dann wiegen wir zum Beispiel 3 Loren gegen zwei Loren. Und wir wissen, die drei Loren sind natürlich schwerer und deswegen geht das Stromsignal nicht durch. Und deswegen packen wir hier die dritte Lore rein, geht das Stromsignal durch, denn 3 minus 3 ergibt 0 und nicht im Minusbereich. Und deswegen geht das Stromsignal durch. Und wir haben hier sowas gebaut wie
kaufe mindestens drei Sachen ein, sonst funktioniert es nicht. So nach dem Motto funktioniert das Ganze hier. Aber es gibt auch noch den zweiten Modus vom Vergleicher. Und das ist der sogenannte Subtraktionsmodus. Und deswegen mache ich hier erstmal alles aus. Wir gehen jetzt mal in den Subtraktionsmodus und wir sehen, machen bzw. tun tut sich erstmal nichts. Denn es passiert ja auch nichts. Jetzt kommt es wieder darauf an, was kommt von der Seite rein. Seite ist egal, immer noch dasselbe. Wir haben jetzt hier zum Beispiel 15, 14, 13. Und wir stellen jetzt eine Rechnung auf. Und jetzt ist es auch eine richtige Mathematikrechnung. Wir haben insgesamt 13 hinten, was reingeht. Und wir rechnen jetzt zum Beispiel mal 13 minus, sagen wir mal, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zack. Und was macht 13 minus 8? 5. Was kommt raus? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der Redstone-Vergleicher bzw. Komparator kann nicht nur wiegen und zwei verschiedene Itemklassen bzw. zwei verschiedene Gewichte in dem Fall sogar miteinander vergleichen und anhand dessen an oder ausgeben, sondern er kann auch richtig rechnen. Und zwar, wie wir hier haben, 13 minus 8 ergibt 5. Und wir können die Rechnung natürlich auch anders gestalten. Wir rechnen zum Beispiel 12 minus 8. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Wir können natürlich auch hier ein bisschen näher rangehen. Und zwar rechnen wir jetzt mal 12 minus das hier. Minus 11. 12 minus 11 kennen wir, 1. Was kommt raus? 1. Und jetzt rechnen wir mal 12 minus 12 und wir sehen nichts. Denn 12 minus 12 ist 0. Und nicht so wie beim Wiegen, dass 0 noch über der minus 1 steht und deswegen das Signal weitergegeben wird, sondern in diesem Modus wird wirklich verglichen, welche Signale und daraus ein Endergebnis gezogen, und zwar das, die Subtraktion von was geht hinten minus dem, was von der Seite reinkommt. Und so können wir jetzt Minus rechnen. Und das war es immer noch nicht. Denn wir können jetzt diese Waage hier zum Beispiel, wir haben hier drei Loren, hier drei Loren. Und deswegen, wir haben die Waage ist im Gleichgewicht und es gibt ein Stromsignal. Und wir können das jetzt in den Subtraktionsmodus umlegen. Und jetzt rechnen wir zum Beispiel drei Loren minus drei Loren. Und was kommt raus? 0. Wie können wir das Ganze jetzt umgehen? Ganz einfach. Jetzt haben wir eine Rechnung aufgestellt, die sagt, du musst über drei Loren einkaufen. Und wir sehen das hier. Du musst über dem einkaufen, was hier eingestellt ist. Und das ist in dem Fall bei vier Slots. Das heißt, du musst vier Slots kaufen, dann funktioniert es erst und dann kannst du erst zur Kasse gehen. Und so haben wir jetzt hier zum Beispiel unsere intelligente Waage noch weitergebaut. Kommen wir auch schon zur letzten Eigenschaft und wahrscheinlich auch der besten und coolsten Eigenschaft. Und zwar habt ihr es ja vielleicht schon oft in meinen Videos gehört, dass ich einen sogenannten Kondensator angesprochen habe. Und das kann man jetzt hier mit einer solchen Konstruktion aufbauen. Und man kann auch mit so einer Konstruktion eine Glock aufbauen. Und das hier ist wahrscheinlich auch erstmal wichtiger. Denn nicht nur ein Kondensator, sondern auch eine Glock sind wirklich wichtige Sachen von Redstonern. Und deswegen habe ich hier jetzt mal die beste Glock aufgebaut, die es im Spiel gibt. Ich habe euch schon verschiedene Designs gezeigt, von Verstärker-Glock bis zu Fackel-Glock. Aber da habe ich überall so gesagt, mäh. Und genauso ist es auch einfach. Denn Fackel- und Verstärker-Glocks sind einfach nicht gut. Und deswegen habe ich hier heute die beste Glock für euch, die es im Spiel gibt. Und nicht sowas hier und nicht sowas hier mit sowas. Und jetzt kann man es noch schneller machen.
Guck, ihr seht schon, allein diese Glock hier hängt sich schon auf. Und wenn man hier jetzt mal rejoint vom Server, beziehungsweise von einer Welt, dann kann es wirklich sein, dass sich diese Welt aufhängt. Beziehungsweise nicht die Welt, sondern die Glock aufhängt. Und vielleicht sehen wir es jetzt mal. Nee, es hat jetzt wirklich funktioniert, aber diese Glock hier, die würde zum Beispiel nicht funktionieren. Und deswegen habe ich hier die Lösung aller Probleme. Und zwar, das hier ist die wahre, echte Glock. Und das Beste bei dieser Glock ist, sie kann erstens schnell fungieren. Das heißt, die ist genauso schnell wie die Glock hier oben mit den Fackeln. Aber man kann sie auch leicht einstellen. Und das macht man, indem man hier einfach zwei Verstärker oder einen Verstärker so delayed, falls man das sagen kann, also so viel Delay gibt, dass es braucht, ehe diese auf- bzw. abgeladen sind. Und ja, das ist die beste Glock und auch die flexibelste Glock, denn die kannst du einfach so einstellen, wie du es brauchst. Und du kannst dir eine ultra langsame Glock bauen, hier in dem Fall zum Beispiel. Aber ihr seht hier auch, wir nutzen hier schon wieder das Subtraktionssystem, denn so hier würde das zwar nicht funktionieren, aber mit diesem Subtraktionsmodus funktioniert das Ganze wieder. Und der ohne Subtraktion würde zum Beispiel hierbei funktionieren. Nein, funktioniert auch nicht. Oder, warte mal, so hier, ich habe es herausgefunden, so würde es zum Beispiel auch noch funktionieren. Das heißt, hier brauchst du allerdings mindestens zwei Kabel Redstone. Und wenn ihr es ganz bauen wollt, macht hier einfach einen Rechtsklick drauf und dann könnt ihr auch gleich hier die Stromquelle hinstellen und dann funktioniert die Glock erst recht. Und das hier ist wirklich die beste Glock. Ich kann es nur mal wiederholen. Wenn ihr eine braucht, baut sowas. Und ich zeige euch hier auch gleich mal, wie ihr eine automatische Wurfglock baut. Denn das ist einfacher, als ihr denkt. Ihr setzt doch einfach bloß hier Verstärker. Und erstmal hier Redstone, dann Verstärker in diese Richtung, Verstärker in diese Richtung, Verstärker in diese Richtung, Redstone, Redstone, Redstone. Das hier ist Rechtsklick drauf. Das hier ist erstmal die einfachste Version, das heißt einfachste, aber auch langsamste meiner Meinung nach. Falls ihr dann eine schnellere wollt, würde ich euch erstmal eine ja, Observer Clock empfehlen, beziehungsweise auch das hier. Das müsste an sich auch schon schneller sein, denn ihr könnt hier einfach das hier bauen. Das ist schon schneller. Das heißt, so baut ihr dann eine automatische Werferglock. Alles mit Hilfe des Komparators bzw. des Vergleichers. Und zu dem kommen wir jetzt auch schon zum letzten Punkt. Und zwar zu einem sogenannten Kondensator. Und den kann man in zwei verschiedenen Richtungen bauen, beziehungsweise sogar in drei verschiedenen. Aber die dritte ist eine kleine Ausnahmesituation. Hier ist erstmal die erste Situation. Wir haben drei Redstones, einen, die übereinander laufen und eine, die hier außen vor steht. Wir können hier jetzt mal die Stromquelle abnehmen und ihr seht, was die Aufgabe des Kondensators ist, und zwar Strom für eine gewisse Zeit zu speichern. Und das sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Das ist hier definitiv vorhanden. Und wir können jetzt mal zählen, und zwar hier. Eins, 2, 3, 3 Sekunden. Ihr habt auch so gezählt, oder? Und jetzt setzen wir einen Block hin und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6. Das heißt, diese hier ist doppelt so schnell. Und warum? Ganz einfach. Denn wir müssen erstmal davon ausgehen, dass Redstone von Block zu Block 1 um 1 kleiner wird. Das heißt, hier, wenn wir die Fackel wegnehmen, geht es von 15 auf 14. Und dann haben wir ja schon gesagt, im Zusammenhang mit dasselbe wie die Verstärker, dass hier ein kleines Delay herrscht. Das heißt, es herrscht ein kleines Delay, bis hier Redstone übertragen wird. Und das nutzt man hier bei einem sogenannten Kondensator. Und deswegen sind wir hier bei 14, das geht weiter, 14,
13. Das geht weiter, 13, 12. Das geht weiter und immer so in dieser Spirale. Und deswegen geht das ganz schnell mit. Wir können es hier nochmal austesten. Wir haben hier gerade 15, 13, 11, 9 und so weiter. Also immer in Zweierschritten geht das ganz schnell. Und wenn wir hier den Block hin haben, dann kommt hier hinten zum Beispiel jetzt 14 rein, 14 und dann hier in den Block 14 und hier 14. Das heißt, wir haben hier diese Überbrückungsstelle. Diese beiden Stellen haben wir jetzt unterbrochen und haben hier einen Block hingesetzt. Deswegen hilft das Ganze doppelt, beziehungsweise hält das Ganze doppelt so lange und hilft natürlich auch, eine längere Clock zu vermeiden. Denn was meine ich mit längere Clock? Man kann diese Clock bis ins Endliche weit führen und diese Clock wird ihren Sinn haben. Denn ich habe auch schon manche Fälle gehabt, da hat man wirklich so eine lange Clock gebaut und da war man froh, dass man sowas kennt. Und wenn wir das jetzt mal ausmachen, ihr seht, es dauert wirklich so lange. Wir haben jetzt hier gerade eine Stromstärke, zweite Stromstärke und das dauert wirklich extremst lange, bis hier diese Clock abgelaufen ist. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, dass diese Clock jetzt innerhalb der letzten Stufen ist und da seht ihr das Delay, was ich eben gerade angesprochen habe und was man sich hier zunutze macht. Aber das kann man hier übrigens nochmal sehen, wenn man eine längere Clock hat und man setzt hier bloß kurz eine Fackel hin, dann seht ihr hier, wie das Ganze funktioniert. Hier 14, 13 und 12. 11 und immer so weiter. Und falls ihr dann wirklich ein kurzes Signal habt, hier, ich gebe noch mal ein bisschen Tipps, wie man denn sowas einbauen kann. Falls ihr irgendeine Maschine habt, die macht ein kurzes Signal und ihr wollt das in so einen langen Kondensator führen, dann könnt ihr ja hier nicht einfach das kurze Signal rein pressen, sondern ihr müsst dann sozusagen einen Vorkondensator bauen. Und das macht ihr wie folgt. Ihr setzt hier einfach einen kleinen Kondensator hin. Das hilft in den meisten Fällen schon aus. Und der kann von so einem kurzen Signal geladen werden. Und dann müsst ihr hier ganz wichtig einen Verstärker einbauen. Denn der, ja, frischt das Signal sozusagen nochmal auf, sodass das Signal hier dann auch aufgefrischt ankommt mit Stufe 15 und hier in maximaler Power übertragen werden kann. Und ja, so baut ihr das. Ihr habt dann hier sozusagen den Vorkondensator. Der ist so lang, dass der Kondensator sich aufladen kann und dann geht der selbst aus. Das heißt, das ist die Funktion eines Vorkondensators. Könnt ihr euch gerne mal merken. Seht ihr auch in manchen meiner Redstone-Schaltungen, wenn ich lange Kondensatoren verbaue. Und das kann man sich hier zunutze machen. Und ich bin hier gerade mal in einer anderen Welt reingejoint und hier habe ich mal so ein kleines Konzept, wie man denn einen Akku bauen kann in Minecraft. Und ihr habt hier einen riesigen Akku, der innerhalb eines kurzen Auflademechanismus, mit einem kurzen Auflademechanismus geladen wird. Und selbst dieser kurze Auflademechanismus muss von einem kurzen Auflademechanismus geladen werden. Und so mit diesen beiden Mechanismen kann man dann diesen großen Akku aufbauen. Und das war hier bloß mal so eine Art Konzept, wie man denn Energie aus zum Beispiel einem Blitz entwenden kann. Und hier unten habt ihr auch, habe ich ein bisschen nachgebaut, Solaranlagen, die denn hier auch den Akku laden können. Und ihr seht, hier wird diese Energie, diese gebündelte Energie in den Akku reingegeben. Und ihr seht, dadurch wird der geladen und wir brauchen diesen Mechanismus nicht mehr. Aber jetzt zurück zu unserer Welt, zurück in die Testwelt. Und ich habe euch heute wirklich ausführlich alle Funktionen des Redstone-Vergleichers gezeigt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr sehen wollt, schaut hier gerne jetzt mal rechts vorbei. Da habe ich nochmal alles verlinkt, was ihr braucht, um dann auch wirklich Redstone-Experte zu sein. Welche Informationen, das seht ihr alles da. Für mich war es es erstmal heute, waren jetzt 35 Minuten in etwa und das war es wirklich alles. Wiegen, vergleichen, subtrahieren, ja, Kondensator, Clock. Zu den Sachen werde ich nochmal eigene Videos machen, wo ich das dann nochmal ansprechen werde und thematisieren werde. Aber das sind erstmal die Funktionen des Redstone-Vergleichers.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dann und ciao, Leute.